Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ETS 2 Video hier auf Alpha Logistik. Wir befinden uns mal wieder in einem Renault Magnum mit dem wunderschönen Mack V8 und wir werden heute mal so ein bisschen auf Grand Utopia mit dem Ding unterwegs sein. Ich zeige euch gerade mal, was ich eben vorhatte. Ich habe nämlich eben schon mal einen Aufnahmeversuch gemacht. Ich kam eben hier raus aus dem Firmenhof. Navi hat gesagt, rechts abbiegen. Ups, also bin ich hier rechts abgebogen. Und dann wollte mich das Navi hier links reinschicken. Mit einem normalen Auflieger funktioniert das vielleicht auch. Also mit so einem ganz normalen Krone-Kühlauflieger oder so, damit könnte das vielleicht sogar gehen. Mit dem, den wir hier dran haben, eher schlecht. Ich mache gerade mal einen Screenshot. Das hat also gar nicht funktioniert und das Schild da habe ich dann bei dem Versuch, mich da rückwärts rauszuretten, auch noch umgemeldet. Also das wirklich Katastrophe. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal von der anderen Richtung. Wenn wir hier rauskommen würden. Okay, dass wir hinten irgendwo fest... Wo zum Geier hängen wir gerade fest? Also heute ist ein Tag voller Fels, definitiv. Ich wüsste aber nicht, wo ich jetzt gerade festhänge, weil rechts ist... Okay, gut, vielleicht da oben an der Häuserecke. Warte mal, wir probieren mal... Wir probieren uns mal hier so ganz langsam... Kann sein, dass die Häuserecke da tatsächlich eine Kollision hatte. Habe ich zwar nicht erwartet... Aber gut, okay, wir sind jetzt auf jeden Fall rausgekommen. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie wir hier aus der Stadt rauskommen. Weil theoretisch sagt er uns, wir sollen jetzt rechts abbiegen. Ist allerdings eine Einbahnstraße. Also ich hoffe, wir können da hinten auf der anderen Seite rausfahren. Sonst haben wir nämlich ein Problem, weil dann kommen wir nämlich mit der Karre hier gar nicht raus. Und ich hoffe, der V8-Sound ist nicht zu laut für euch. Aber der ist halt einfach geil. Wir hatten ja schon mal einen Magnum. Ich muss mal gucken, ob der vielleicht auf der aktuellen Version sogar noch funktioniert. Mit Max Sound, der war tatsächlich so vom Mod her, einfach vom Modell und von den Texturen her, war der nochmal ein bisschen besser als der hier. Ich packe euch aber den Link zu dem hier natürlich unten rein. Und dann könnt ihr euch den auch runterladen, damit auch mal eine Runde drehen. Weil ich finde gerade die alten Magnums mit dem Mack V8, aber natürlich auch die neuen, die haben schon ziemlich viel Charme. So, sollte ich aber nicht ursprünglich mal da rechts rausfahren? Eigentlich sollte ich da rechts rum rausfahren, jetzt will uns das Navi links rum schicken. Wir fahren jetzt trotzdem mal... Nein, wir fahren nicht rechts rum, da ist nämlich eine Baustellenampel. Ich meine auch, ich hätte eben irgendwas von Stau gesehen da hinten. Tasten uns mal langsam vor. Ja, ich glaube, da hinten stehen sie im Stau. Okay, dann ist es vielleicht sogar ganz schlau, links rumzufahren. Ja, Grand Utopia hatten wir letzte Zeit öfter. Eigentlich wollte ich den mal auf Ile-de-France fahren. Ihr wisst schon, diese französische Paris-Vorort-Map da, diese reale 1:1-Karte. Da müsste ich mir das Safe-Game aber zurechtschieten, damit ich mir da überhaupt erst einen eigenen LKW kaufen kann. Und deswegen fahren wir den jetzt hier auf Grand Utopia und auf Ile-de-France werde ich dann in einem der nächsten Videos irgendwas anderes fahren, was mir dann gerade so vor die Füße fällt. Aber so kommen wir hier auf jeden Fall erstmal gut raus. Hier ist zwar theoretisch 50, aber wir wollen ja ein bisschen was von dem V8 hören. Und ich meine, wir sind hier auf einer Landstraße, es geht nur geradeaus. Irgendwie sehe ich nicht den Grund, warum hier 50 ist und auch nicht, warum er gerade nicht hochschalten will. Aber gut, das wird er schon selbst wissen. So, links ist frei, rechts ist tatsächlich auch frei. Dann können wir uns hier einfach rausdrehen und dann haben wir... Also wir haben auch nicht weit zu fahren. Wir fahren von Charik nach Pontiac. Das sind 7 Kilometer, ne? 10 Minuten. Das Video wird jetzt nicht unfassbar lang werden. Aber ich wollte einfach mal wieder ein bisschen Magnum mit ein bisschen V8-Klang auf den Kanal bringen. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Und deswegen denke ich, das ist vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Idee. Was ich an dem ganz cool finde, was der andere nicht hatte, auch wenn es nicht realistisch ist, ich kann es mir zumindest kaum vorstellen, dass wir hier unten rechts unter der Lüftungsdüse einen Bordcomputer haben und das erleichtert halt einiges, weil dann sehe ich zum Beispiel auch, worauf mein Tempomat eingestellt ist und sowas. Das finde ich ganz cool, aber realistisch ist es halt nicht. Ich kann mir also so einen Bordcomputer wie der da ist, den gab es im Magnum von der neueren Serie, von der vierten glaube ich und vielleicht auch schon in dem von der dritten Serie, aber dann wirklich im Tacho vorne als Display und ich glaube kaum, dass es den damals schon gab, als der Magnum hier vom Band gerollt ist. Also das wird sich der Modder vielleicht dazu ausgedacht haben, der den hier ins Spiel gebracht hat. Ich glaube nicht, dass es das wirklich so gab. Wenn ich mich irre, dann könnt ihr es mir natürlich unten reinschreiben. Dann nehme ich alles zurück, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das so realistisch ist. Und ich habe mich für die Strecke entschieden. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon erwähnt habe oder im ersten Aufnahmeversuch. Die sind wir schon bestimmt im Stream mal, ja doch, im Stream safe, aber bestimmt auch schon mal in einem Video gefahren oder zumindest hier in der Gegend waren wir in einem Video mal. Aber das ist eigentlich irgendwie so meine Lieblingsgegend auf Grand Utopia, die ich am liebsten fahre, die ich am schönsten finde, wo ich die Dörfer, also die Städte, wo wir quasi hinliefern, am schönsten finde, wie da, wo wir gerade losgefahren sind.
wenn ich nicht gerade das Problem habe, dass ich nicht um die Ecke komme. Und deswegen habe ich mir gedacht, fahren wir hier mal eine Runde. Auch wenn wir es vielleicht schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Klar, ich hätte den Magnum jetzt auch auf der Pourmots fahren können in Frankreich oder so, aber da hast du eigentlich, ja, da hast du dich halt schon, ja, so ein bisschen dran satt gesehen mittlerweile, finde ich, an der Pourmots, vor allem in Frankreich. Und deswegen sind wir halt jetzt mit dem Magnum hier auf Grand Utopia unterwegs. Und wenn ihr weitere Vorschläge habt für Strecken und vielleicht auch für Truckmods, die nicht so verbreitet, nicht so bekannt sind wie eben der Magnum hier zum Beispiel, dann könnt ihr es mir gerne mal unten reinschreiben. Und dann gucken wir uns das ein oder andere auf jeden Fall noch an. Regnet tatsächlich auch ein bisschen. Das hat zur Atmosphäre, finde ich, ganz gut gepasst. Aber ich glaube, es hört gerade auch so ein bisschen auf. Ich merke gerade... Doch, ich habe mir den Retarder belegt und der funktioniert anscheinend auch. Aber der Hebel für den Retarder ist gar nicht animiert. Ist der Hebel für den Blinker animiert? Ja, der ist zumindest animiert. Ne, wir haben gar keinen Hebel für den Retarder, sehe ich gerade. Das da unten ist der Scheibenwischer. Okay. Also entweder war die Retarder-Steuerung in dem Ding woanders, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann. Die muss eigentlich an der Lenksäule irgendwo sein. Ich wüsste auch nicht, wo hier sonst irgendein Retarder-Knopf sein soll oder sowas. Dann haben die das wahrscheinlich hier nicht mit umgesetzt. Wie gesagt, ist nicht der beste Mod. Wir hatten mal einen besseren, aber der ist mir halt gerade über den Weg gelaufen. Und ich weiß auch nicht, ob der, den wir damals hatten, den haben wir ja selbst mal so ein bisschen geupdatet gehabt. Beziehungsweise der Jona hatte den geupdatet gehabt. Für die 1.44, 45 und so. Und ich weiß nicht, ob der auf der 1.46 mit diesen Navi-Neuerungen und so, ob der da noch funktioniert. Müsste man vielleicht mal gucken, notfalls mit F3-Navi fahren. Schauen wir mal. Auf jeden Fall kommen wir hier ganz gut voran. Und der V8-Sound ist auch besser, als ich dachte. Also, als ich den Mod gesehen habe, habe ich gar nicht erwartet, dass da überhaupt ein V8-Sound-File mit dabei ist. Ich habe gedacht, ja, das ist halt ein alter Magnum, aber die haben bestimmt nicht an den V8-Sound gedacht. Ist nicht so gut wie der Kriechbaum-Sound, den wir in unserem hatten. Aber ist definitiv auch in Ordnung, kann man fahren. Und ja, kann man sich auf jeden Fall geben, das Ding. Also wenn ihr einen, einfach nur um so ein bisschen Spaß zu haben, einen Magnum mit V8 sucht, den ihr mal im ETS fahren könnt, dann kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Er ist nicht perfekt, aber man kann ihn auf jeden Fall mal fahren. Und der macht definitiv, allein durch den Sound macht er schon Laune. Und mir persönlich gefällt ja auch die Optik dann auch noch richtig gut und sowas. Also das kann man schon machen. Ich glaube, die Kontrollleuchte fürs Abblendlicht, was wir anhaben vorne im Dashboard, die ist auch nicht so ganz korrekt positioniert. Und auch die Animation von den Scheibenwischern bzw. von den Regentropfen, die theoretisch wegwischen, die ist auch nicht so ganz on point. Aber das ist alles gar nicht so wild. Weil wir fahren ja jetzt nur eine kleine Strecke und der Regen hört ja gleich auf. Deswegen, also ich kann damit schon leben. Ich habe schon schlechtere Mods gesehen und ich glaube, wir sind in Videos auch schon schlechtere Mods gefahren. Eigentlich wollte ich heute ein Video aufnehmen, wo wir mit einem Mass, den ich auch auf einer irgendwo im Internet gefunden habe, auf irgendeiner Mod-Seite. Mit dem wollte ich heute eigentlich so ein bisschen durch die Gegend fahren. Der Sound von dem Ding war aber so furchtbar. Also der war an sich echt cool. Hatte ein paar coole Anbaupunkte und so und auch mit einem quasi BDF-Chassis, wo du dann verschiedene Sachen hinten drauf, also du kannst ihn als Kipper fahren oder als so einen kleinen Autotransporter oder mit Plane oder was auch immer. War schon ziemlich geil, aber der Sound von dem Ding, ich habe den dann mal im Spiel angemacht, der war so furchtbar. Das konnte ich tatsächlich nicht machen. Also wenn wir den vielleicht mal auf der Sibir-Map oder auf der Volga-Map oder sowas gefahren. So, wir müssen jetzt aber erstmal gucken, dass wir hier rechts um die Ecke kommen. Der Iveco Daily hat da schon so ein bisschen die Kurve geschnitten, der gute Mann. Aber ich denke mal, wir kommen hier ganz gut rum. Machen den Tempomat wieder bei 80 rein und ich glaube, wir sind tatsächlich auch schon gleich am Ziel. Habe ich mir hier die Tasten belegt für... Ne, nur für Navi ein und aus, nicht für Navi durchschalten. Und für Bordcomputer durchschalten habe ich mir jetzt auch aufs Lenkrad gelegt. Das ist natürlich wichtig. Aber Navi durchschalten mal ein bisschen größer machen, dass ich gucke, wie lange wir noch haben. Das habe ich leider verschlafen, wie es aussieht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Weil ich glaube, da vorne ist eh schon die Einfahrt in die Stadt, wo wir hin müssen. Pontiac. Ich weiß auch gar nicht, warum die... Also ich würde es normalerweise Pontiac aussprechen, wie die Automarke. Aber da das hier ja eine fiktive Map in Frankreich ist, glaube ich nicht. Keine Ahnung. Sucht euch irgendwas aus. Dann auf jeden Fall mal gucken. Ich glaube, die Stadt hatte auch so ein paar richtig schöne, auch engere Straßen, wo man durchfahren könnte. Aber es kommt auch so ein bisschen drauf an, von welcher Seite du in die Stadt reinfährst. Dafür mache ich mir jetzt doch mal kurz das F3-Navi auf. Vielleicht war es aber auch eine andere Stadt. Nee, es war eine andere Stadt. Es war nicht Pontiac. Vergesst, was ich gesagt habe. Pontiac war einfach nur eine ganz normale Stadt auf ganz normalem Grand Utopia-Niveau. Nichts allzu Besonderes, aber auch nichts allzu Hässliches. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier... Oh, hier sind wir, glaube ich, neulich tatsächlich schon mal hingefahren. Ich habe neulich schon mal zwei Grand Utopia-Videos gemacht. Ich glaube, mit dem MAN-TGX V8. Kann das sein, dass wir damit hier reingefahren sind? Aber ich glaube, da sind wir dann rechts abgebogen und nicht links. Wenn wir dann auch noch in derselben Stadt losgefahren sind, weiß ich mir wirklich in den Arsch. Aber das glaube ich nicht. Der Hof da links sieht ziemlich cool und interessant aus.
Bin ich auf jeden Fall schon mal froh, dass es der ist, wo wir abliefern. Genau, mit dem MAN sind wir hier rechts abgebogen, haben abgeliefert. Das war aber auch ein Video, was ich zweimal aufgenommen habe, weil mein Mikro ein bisschen Faxen gemacht hat. Warte mal. Hier müssen wir rein. Ich wäre jetzt fast auf den Feld weggefahren. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich dann vielleicht im zweiten Aufnahmeversuch doch einen anderen Auftrag gefahren bin und wir dann gar nicht im letztendlichen Video hier vorbeigekommen sind. Das könnt ihr mir ja dann verraten. Ich bin auch mal gespannt. Ich nehme momentan relativ viel im Voraus auf. Das hier nehme ich am 10. Januar oder so auf oder am 11. oder was wir auch heute haben, was auch immer. Und ich bin mal gespannt, ob bis zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier kommt, ein paar mehr News zum Balkan-DLC und sowas online sind. Aber das besprechen wir, würde ich sagen, alles mal ganz entspannt in einem anderen Video. Wobei, ich habe ja auch schon ein Video zum Balkan-DLC gemacht, was so meine Befürchtungen sind und so. Ich denke mal, wenn das hier kommt, dürfte das andere auch online sein. Und ich sollte mich vielleicht mit der Bremse, ein bisschen gefühlvoller mit der Bremse umgehen. Wir gehen auf jeden Fall mal auf Nummer sicher. Ich habe mir schon gedacht, dass wir hier auf dem Parkplatz einparken müssen. Wo kommt dieses Asset her? Gibt es das im Standard-ETS auch? Ich habe das noch nie gesehen. Auch mit der Waschanlage da und so. Das ist ja schon ein ziemlich geiler Firmenhof. Wenn das jetzt Grand Utopia exklusiv wäre, das wäre schon ziemlich geil. So, dann haben wir es aber tatsächlich auch schon geschafft. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Dabeisein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.